Letztes Heimspiel, ne? In der Junioren-Mittelrheinliga, mein Freund. Stimmung gut? Sieg oder Niederlage? Ja, Sieg auf jeden Fall. Das deutlich, hätte auch noch mehr Tore fallen können. Aber wichtig ist einfach der Klassenerhalt, dass wir gewonnen haben. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall das letzte Heimspiel. Und jetzt nächste Woche nochmal Gas geben, das letzte Spiel. Und ja, dann nochmal alles reinhauen. Du hast gerade angesprochen, Metin, Klassenerhalt gesichert, aber das war da schon vorher klar, oder war das heute noch ein entscheidendes Spiel? Es war schon entscheidend, es war noch nicht ganz klar, aber ja, wir sind natürlich voller Fokus wieder reingekommen. Wie ich letzte Woche schon sagte, dass wir eine hohe Intensität im Training hatten und jetzt auch weitermachen, nochmal bis zum letzten Spiel, besonders die zwei Vierer, nochmal alle Gas geben. Und ja. Ja, zur Halbzeit 3-1, am Ende 6-2, klare Verhältnisse. Du als Innenverteidiger, wie viel Arbeit war denn heute zu leisten? Ja, also wir hatten viel mehr Ballbesitz auf jeden Fall, deutlich. Ja, es hätte auch höher ausgehen können, aber ja, das Ergebnis ist okay, ist gut. Wir haben diesmal die Tore gemacht, das ist wichtig. Ja, guter Abschluss hier in Niederauf für die Mannschaft, für das Team und für den Trainer. Wie sieht denn deine Zukunft aus? Du wirst ja jetzt wahrscheinlich aus dem Kader fallen aufgrund des Alters. Hast ja auch, sag ich mal, schon große Schwierigkeiten, nach hier zu kommen, in Stolberg, in Kerpen zur Ausbildung. Alle Achtung, als Auszubildender solche Strecken aufzunehmen. Wie sieht denn deine Zukunft auf oder wo willst du hin? Ja, ich bin auf jeden Fall noch in Gesprächen. Ich habe noch ein bisschen Zeit zu entscheiden. Trainiere noch ab und zu bei anderen Vereinen mit. Und ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit zu entscheiden und dann mal schauen, wie sich das entwickelt. Hast du denn Interesse an der zweiten Mannschaft hier? Ja, ich bin schon im Gespräch mit denen, auf jeden Fall. Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Naja, junge Jahre hat man auch viele Ideen und viele Zukunftspläne. Was macht denn die Ausbildung? Ja, die Ausbildung läuft gut. Es war schwer, wie ich letztes Mal gesagt habe, mit der Zeit und so weiter. Aber ist halt auch wichtig jetzt, dass ich in den Senioren viel spiele. Das ist sehr wichtig. Besonders als Juniorgang jetzt das erste Jahr auf jeden Fall viel spielen und dann mal schauen, wie es weitergeht. Du hast auch schon dementsprechend mal gesagt, du fühlst dich ja wohl beim ersten FC Düren. Könnte man sich also vorstellen, auch in Zukunft deine Leistung in der zweiten Mannschaft zu sehen? Ja, auf jeden Fall. Super Verein, wie ich gesagt habe. Super Entwicklung, super Trainer hier alle. Auf jeden Fall. Und ja, es ist natürlich auch ein bisschen traurig, dass jetzt die Jugendzeit vorbei ist. Ne? Super Trainer gehabt in der Vergangenheit, auch in anderen Vereinen wie Aachen und Fischland. Aber Düren ist auf jeden Fall besonders in der Jugendabteilung super.